Hallo ihr Lieben, ich grüße euch mal aus dem schönen Deister hier. Ich wollte euch mal ein Video präsentieren zu einem meiner letzten Posts, die ich bei Facebook Menati Remboreki für Tiere eingesetzt habe. Denn wenn man es sieht, ist es doch besser nachzuvollziehen, als wenn man es immer nur liest. Ja, das ist eins unserer vielen Wanderwege, die wir hier haben. Natürlich wunderbar, mit dem Hund hier im Deister spazieren zu gehen. Ich weiß, dass das für viele nicht möglich ist. Die Stadthunde zum Beispiel. Aber ich würde jeden Hundehalter raten, auch dementsprechend mal auszuweichen in der Stadt, mit euren Hunden mal in den Stadtwald zu fahren. Oder am Rande von Hannover gibt es ja auch schöne Ecken. Dafür sind wir ja berühmt, dass wir viel Grün und viel Wald haben. Dass der Hund auch aus dieser Hektik der Großstadt mal rauskommt. Denn wenn wir mal bedenken, dass die Töne, die wir hören, ja in Hertz gemessen werden und ein Mensch so circa 20.000 Hertz in der Sekunde hören kann und Hunde halt abhängig auch von den Rassen bis zu 100.000 Hertz in der Sekunde, dann ist das schon enorm. Ja, und dieses hat er natürlich auch vom Wolf geerbt. Genauso wie der Geruchssinn. Da geht es ja nach den Riechzellen. Ja, und wir Menschen besitzen 5 Millionen Riechzellen. Und bei Hunden wiederum je nach Rasse so zwischen 125 und 220 Millionen Riechzellen. Der nimmt also Dinge wahr, die wir niemals in unserem Leben hören werden oder irgendwo auch riechen werden. Und wie ihr seht, sind wir hier immer auf einer ganz entspannten Runde. Ihr seht hier also auch meine 10-Meter-Leine, von der ich euch beschrieben habe. Sodass er sich hier in diesem Radius bewegen kann. Wie gesagt, Freilauf ist so eine Sache. Da scheiden sich auch die Geister. Soll der Hund im Freilauf laufen oder nicht? Ihr seht also, die Leine ist hier ziemlich entspannt, der Hund auch. Ohne dass ich ihm irgendwelche Kommandos gegeben habe, sitzt er jetzt einfach neben mir, ist aufmerksam, beobachtet die Gegend. Ja, viele Hunde sind im Freilauf überfordert. 99% der Hunde wollen niemals irgendwo eine Leitfunktion ausüben. Und wenn ich einen Hund im Freilauf laufen habe, dann muss er das Ganze hier um mich herum kontrollieren. Und das ist für viele Hunde halt zu viel. Probiert es einfach mal aus. So eine 10-Meter-Leine, das ist recht optimal. Das ist fast wie ein Freilauf. Er kann sich hier frei bewegen. Und ich habe bei ihm gemerkt, bei meinem Hund, dass er dementsprechend auch in den letzten Monaten viel ruhiger geworden ist. Das ist auch ein problematischer Hund. Das ist kein einfacher Hund. Ein altdeutscher Hütehund, eine Gelbbacke, die eingesetzt worden ist zur Schafzüchtung, Schaffalten oder auch bei Rindern, Rinder zu hüten. Natürlich keine Schafe züchten, sondern Schafe hüten, ganz klar. Und da müssen diese Hunde natürlich eigenständig am Vieh arbeiten und eigenständig auch Entscheidungen treffen. Und darum braucht dieser Hund auch immer klare Ansagen. Konsequente Führung. Man muss sich immer auf seinen Hundehalter verlassen können oder auf seine Hundehalterin. Jetzt wartet er, überlegt, warum bleiben wir schon wieder stehen? Wo geht es jetzt lang? Komm, wir gehen hier weiter. Also ihr seht, ich habe da überhaupt kein Problem mit, ihn jetzt vorlaufen zu lassen. Deswegen wird er nicht die Weltherrschaft an sich reißen. Er ist da echt entspannt. Wenn der Hund die wichtigsten Grundregeln dann auch beherrscht, ist das überhaupt kein Problem. Wenn ich möchte, dass er zu mir kommt oder wartet, dann funktioniert das in der Regel. Wir sind aber auch nicht allwissend. Manchmal passiert es dann, dass er eben seinen eigenen Kopf hat und dann auch mal nicht hört. Aber das ist, glaube ich, bei allen Hunden so. Aber so wie es bei uns zurzeit läuft, mit den Tipps und Hinweisen, die ich euch auch bei Facebook gegeben habe, habe ich da echt einen entspannten Hund.
Der fordert keinen Freilauf. Ja. Ich würde ihn jetzt auch niemals an der Leine zurückreißen wollen, dass er zu mir kommt. Das muss alles nicht sein. Also hier recht entspannt. Moses, warte mal. Ihr seht also, er bleibt stehen. Wenn also Gefahr kommen würde, müsste ich ja die Leine kurz nehmen. Und was ich jetzt mache, ich gehe zwei, drei Schritte zurück und der Hund kommt auf mich zu. Ja, das solltet ihr auch mal ausprobieren. Wenn ihr zurückgeht, ein, zwei Schritte, dann bedeutet das für den Hund, kommt zu mir. Ohne dass ihr groß mit Worten reden müsst. Komm weiter, Moses. Jetzt gehen wir mal hier links hoch auf die Mäusewiese. Ja, wir haben hier viel Feld. Dementsprechend auch viel Kleintier, wo die Katzen sich dann auch immer verpflegen können oder der Mäusebussard. Ja, ich hoffe, es wackelt nicht allzu sehr, dass ihr beim Zuschauen nicht schwindelig werdet. So. Da hat er jetzt irgendwas entdeckt. Manchmal läuft ein Eichhörnchen hier rum, die liebt er, oder auch Katzen, die liebt er nicht. Ja, wichtig ist auch hier die Ruhe, dass ihr auch entspannt seid, der Hund merkt, wenn ihr Stress habt, nervös seid oder krank seid. Wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, lieber noch eine Stunde warten und dann erst mit dem Hund rausgehen, dass ihr selbst ein bisschen runterkommt. Wenn ihr selbst unter Stress steht und nervös seid, dann habt ihr auch einen stressigen, nervösen Hund an der Leine. Und das ist nicht Sinn der Sache. Ich stehe dann lieber mal eine Stunde früher auf, aber ich kann mir dann dementsprechend auch die Zeit für den Hund nehmen. So wie jetzt, er sitzt da, kein Termin, kann er doch da sitzen. Vielleicht fängt er gleich an, irgendwo zu buddeln. Soll er doch buddeln. Das entspricht alles seiner Natur. Ist auch gleichzeitig alles mit ein bisschen Köpfchenarbeit verbunden, sodass er dementsprechend ausgelastet ist. Ja, 15 Minuten Köpfchenarbeit, das ist schon so, als wenn ihr eine Stunde mit eurem Hund spazieren geht. Ich gehe jetzt einfach weiter. Er guckt, was ich mache. Und kommt einfach mit. Ja. Ja. Das sind halt die Wege, wo wir jeden Tag dankbar sind, dass wir hier spazieren gehen können und nicht in irgendwelchen Häuserschluchten. Das wünsche ich eigentlich jedem Hund. Und darum ist es wichtig, auch die Hundehalter in der Stadt, geht in den Wald mit eurem Hund. Das ist Natur. Das ist nicht nur für euren Hund gut, für euch persönlich auch. Da kann man mal ein bisschen runterfahren, den ganzen Stress hinter sich lassen. Aber ich hoffe, es blendet jetzt nicht, dass ihr das noch sehen könnt. Ich habe hier so ein fast schwarzes Display, weil die Sonne von vorne kommt. Jetzt buddelt er am Loch. Was ich auch immer dabei habe, hatte ich euch ja geschrieben, ist der Ball. Also hier ist Ball. Okay, da ist Hund. Hier bin ich und Ball. Ja. Also ganz wichtig ist natürlich, dass ihr nicht anfangt, den Hund zu hetzen mit dem Ball. Ihr seht jetzt, wie aufmerksam. Er will natürlich den Ball jetzt haben, wartet, was ich damit tue. Also niemals den Ball groß schmeißen und
den Hund hinterherhetzen lassen. Das pusht ihn nur auf. Und dann züchtet ihr euch einen Balljunkie. Er wartet jetzt, was passiert? Bleib. So, ich gehe mal ein paar Meter zurück. So, jetzt bin ich wieder einen Meter vorgegangen, weil er sollte nicht zu mir kommen. Dann einen Meter vor, dass ich gleich wieder hingesetzt. Leg den Ball jetzt hier mal ab. No. Komm. Ich bin hier lang. So, ich lasse den Ball da liegen. Der Hund muss zu mir kommen. So, ich mache mal Folgendes. Und zwar machen wir jetzt mal die Leine ab. Und schauen mal, was macht der Hund? Was ist ihm wichtiger? Das Mauseloch, der Ball oder ich? Ohne dass ich irgendwas sage, folgt er mir. Ich muss das jetzt mal so machen, dass ihr das auch seht. Ja, der Ball liegt immer noch da unten. So, er kommt zu mir und wartet auf ein Zeichen. Such den Ball. So, jetzt muss er den Ball suchen. Das ist dann auch wieder gute Köpfchenarbeit. Da hat er ihn gefunden. Das könnt ihr so 3-4 Mal machen. Das reicht dann schon aus, euren Hund auszulasten. Nicht nur konditionell, auch vom Kopf her. So, ihr seht also, er strengt an. Heute strengt es ihn besonders doll an, weil der Kleine hat ein bisschen Durchfall. Darum waren wir heute Morgen um 5:30 schon draußen mit der Taschenlampe. So, Freilauf, das war's. Hier mache ich ihn wieder an. Bei Freilauf nur, wie gesagt, wenn er entweder den Ball suchen soll, mit dem Ball spielen, bei irgendwelchen Suchspielen, oder aber, wenn er Hunde trifft, die sich kennen, zum Spielen mit seinen Artgenossen. Das sind die einzigsten Dinge, wo ich ihn in Freilauf lasse, wo ich die Leine abmache. Ansonsten bleibt so. Ja, das sind dann auch immer noch so schöne Momente, die wir haben, dass wir einfach nur im Gras sitzen und nichts tun. Er hat sein Bällchen, kaut drauf rum, schaut in die Gegend und nimmt mit seinen Sinnen natürlich viel mehr wahr als wir. Die Gerüche, die Geräusche rings um ihn herum. Das ist auch alles wichtig. Da sollte man sich auch die Zeit mal nehmen, um einfach das mit seinem Hund zu tun. Und das stärkt dann auch die Bindung. So. Muss er gleich wieder gebürstet werden zu Hause. Zu viele Pickel im Fell. Jetzt gehen wir einfach mal weiter. Über die Mäusewiese. Mit Blick bis Hannover. Ja, meistens findet er ja dann doch noch ein Loch. Und dann wird gegraben. Buddeln, Mäuse jagen, Mäuselsprung, schnüffeln. Das ist alles wichtig für ihn, um Informationen zu holen. Wer war schon hier? Wer hat mein Revier betreten? Wer hat hier Informationen hinterlassen? So, hier oben wird es ein bisschen windig. Ich hoffe, ihr versteht mich noch gut. So, jetzt fängt er an zu buddeln, hat also
schönes Moseloch entdeckt. Und ich gehe einfach mal weg. Ich habe die Leine jetzt fallen lassen. Ich versuche mal, ihn wieder einzufangen, dass ihr ihn seht. Da hinten ist er. Ich gehe einfach weiter. Seht, ich entferne mich zu weit und schon kommt er, ohne dass ich ihn rufe. Jetzt muss er noch pinkeln. Und zack, kommt er hinterher. Dann nehme ich die Leine und gehe entspannt weiter. So, ich denke mal, hier wird es zu windig hier oben. Das ist dann mit dem Ton nicht mehr so gut. Aber ich denke, ihr habt ein paar Sachen gesehen, die ich in dem Post geschrieben habe. Und wenn ihr wollt, können wir das auch mal gemeinsam ausprobieren. Ich unterstütze euch gerne dabei. Da gehört natürlich noch eine ganze Menge mehr dazu, als ihr jetzt gesehen habt. Dass der Hund ohne Worte einfach nur mit einer mentalen Führung mit wenig Worten, nur mit einer mentalen Führung geführt wird. Meldet euch einfach, kontaktiert mich, dann können wir das gerne mal gemeinsam machen. Ja, und mit Gruß aus dem Meister, dem Windigen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann, ciao.